Hast du kurz eine Minute? Ich? Ivana ist ja eine sehr tolle Person. Und ja, ich war gestern nach meiner Ansprache etwas überrascht über ihre Reaktion. Ich merke, wie hier, sag ich mal, das Spiel in die falsche Richtung läuft. Sabrina, du bist nicht hier drin, um irgendwie die große Liebe zu finden, sondern du bist hier reingekommen mit einem sehr guten Businessplan. Ja, einfach kurz rein. Mein Gott, Elijah. Was sag ich dir jetzt? Darf ich was sagen? Du darfst überhaupt nichts sagen. Willst du es überhaupt anhören oder sollen wir gehen? Weiß ich nicht. Ivana, hast du ein Problem? Wie krass aggressiv du auch bist. Ey, ganz ehrlich, ich stehe für euch, gegen euch alle. Ist mir scheißegal. Der Einzige, der Leute hier rauszieht, mit den einzelnen Gruppensachen macht, der Lehrer genannt wird, der Guru, und sich darauf geil, total aufgeilt, das bist du. Hast du schon mal eine Challenge gewonnen? Ja, und? Ivana, mit dir redet niemand. Obwohl, mit dir rede ich so gerade nicht. Verstanden. Wieso darf ich jetzt nicht, wenn die alle zusammen hier sitzen, wieso darf ich nicht einspringen? Aber wer ist die Lauteste hier? Bist du lauter als ich? Okay, ich gehe jetzt darüber, weil das hier geht gar nicht. Ist doch schön. Spaß. Und Giuliano ist grün-gelb und sie ist grün-gelb. Ich das schon höre. Ich versuche mich zusammenzureißen. Ivana ist auch grün. Ich bin bunt. Gestern nach der Aktion von Elijah war ich sehr enttäuscht von ihm. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich habe ihn ja auch ganz anders kennengelernt. Gestern war ja nur ein bisschen Tumult hier. Warum ich jetzt das Gespräch mit dir suche, ist nicht, weil ich das gestern irgendwie bereue oder weil ich denke, ich habe einen Fehler gemacht. Mir geht es eher darum, zu wissen, wie es dir geht. Ich bin so schockiert von dir gewesen, weil ich das einfach nicht von dir erwartet habe, dass du so krass halt über jemanden sprichst. Vor allen Dingen hast du auch zu mir ein paar Sachen gesagt, wo ich mir dachte, dein Ernst jetzt? So, wir haben uns so gut verstanden und... Das hat dich gestört, ne? Ja, natürlich. Also ich habe dich so gemein gefunden. Ich habe so krass irgendwie so diese negative Energie aus dir strömen. Also ich habe es richtig gefühlt, dass ich echt gedacht habe, ich heule gleich. Und dann, weil ich nicht heulen wollte, bin ich gegangen. Ne? Hättest du mich grün, angegriffen. Ne? Du bist sehr grün. Ich habe keine Ahnung, worüber ihr sprecht. Also lass mich bitte ausreden. Mein Problem ist halt nur, wenn jemand anders von mir angegriffen wird, hat mich das wütend gemacht. Ich möchte nicht mit dir ihr Problem klären, sondern ich bin hier mit dir, um das zwischen uns zu klären. Okay, aber du bereust auch nicht, dass du zum Beispiel die Dinge, die du zu mir gesagt hast. Ja, das war eine Stresssituation für mich. Ich möchte mich jetzt hier nicht entschuldigen dafür, was ich gestern gesagt habe, weil dazu stehe ich. Trotz alledem wollte ich ihr nochmal so vermitteln, hey, ich wollte dich aber nicht mit irgendwas verletzen oder sowas. Du könntest mir als Freund halt auch wieder zurückgeben und sagen, so, ich war überfordert. Also wenn du dich gestern verletzt gefühlt hattest, dann war das nicht böse gemeint. Vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen auf die Situation. Ich kann es nachvollziehen, aber du kannst ja nicht mal dich entschuldigen. Also ich bin nicht hier, um mich irgendwie zu entschuldigen. Ne? Aber ich möchte dir trotz alledem sagen, dass es von mir nicht richtig war, wie ich dann mit dir gesprochen habe. Ja? Dass er halt so darauf bestanden hat, sich nicht entschuldigen zu wollen, weil er keinen Fehler gemacht hat und keinen Fehler einsieht. Das war für mich so, ja, sorry, wieso reden wir dann hier überhaupt? Im Endeffekt fühle ich mich nicht so, als ob ich was falsch gemacht habe. Aber ich fühle gerade, dass ich etwas gemacht habe, was... Nicht richtig war. Nicht, ja. Dann hat er sich eigentlich entschuldigt, wollte es aber nicht als Entschuldigung ansehen. Das fand ich auch sehr amüsant. Ich hoffe, du kannst mir trotzdem für das verzeihen. Also entschuldigst du dich doch. Für dich selbst? Ist okay. Ich weiß, du bist schon wieder richtig vorsichtig. Aber ich bin vorsichtig, aber ich bin nicht hier, um mich zu entschuldigen. Sie kennt meinen Standpunkt, ob sie den jetzt vertritt oder nicht, das ist jetzt wirklich nicht mein Problem. Damit muss sie halt jetzt klarkommen. Ich muss mit ihrer Meinung ja auch klarkommen. Ich wollte einfach, dass du einfach mal auf mich zukommst und halt auch mal aus deiner Komfortzone kommst, dass ich nicht zu dir komme. Ja, nee, auf jeden Fall. Also vollkommen legitim, wie gesagt. Ich habe mein Ego jetzt auch zur Seite geschoben. Das, ja, sollte man vielleicht auch manchmal machen, einfach. Mir fällt das Wort Entschuldigung nicht schwer. Ich entschuldige mich immer gerne, sofort. Also ich bin der Letzte, der sich nicht entschuldigt. Geht's dir etwas besser? Hast du noch irgendwie was, was du mir sagen willst oder sonst irgendwas? Aber hast du dich schon mal richtig entschuldigt? Ja, auf jeden Fall, natürlich, Mann. Aber ich entschuldige mich sofort. Aber weißt du, wie das jetzt so zum Beispiel für mich klingt? So, weißt du, wir müssen miteinander umgehen, wir sind jetzt noch ein paar Tage hier, aber dann gehen wir unsere Wege und tschüss. So würde ich jetzt aus diesem Gespräch rausgehen. Auf seine eigene Art und Weise ist Elijah halt irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, der hat so eine Art an sich, ja, irgendwie verdreht.
Okay, ich mach's anders. Ivana? Ich werde mit dir nie wieder so reden. Mhm. Okay? Mhm. Und, überleg einfach nimm die Worte, die ich da gesagt habe, bitte nicht zu Herzen. Mhm. Denn ich hab's da nicht so gemeint. Ah, also entschuldige dich doch. Alles klar. Okay, wir lassen das hier stehen. Können wir das auch bitte schneiden? Ich weiß, dass, wie er sich verhält, einen tiefer sitzenden Grund hat. Und ich glaube, einsame Menschen haben halt auch nicht viel Sonne im Leben. Und ich würde mich so sehr freuen, ihnen halt die Sonnenseite zu zeigen. Einfach, weil ich weiß, dass es ihn auch im Positiven verändern wird.